So, mit der Lichtung sieht es auch ein bisschen besser aus, ehrlich gesagt. So. Ein wunderschöner Mond, um loszuziehen. Ich will diesen Burger essen, verdammt. Holen wir das dahin. Warte, das kommt weg, das kommt dahin, das kommt dann dahin, weil wir den Zaun ja garantiert nicht brauchen. Ich hoffe, das klappt mit den Pferden. Ich bin mir ja unsicher. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, was wo man die tamen muss. Oder der Sattel geht nicht bei denen. Oder irgendwas wird doch bestimmt passieren. Ich habe es im Mittelstrahl. Ich ahne es. Ich ahne es. So, und hier gehe ich mal runter vom Weg. Denn wir müssen ja nicht unbedingt das Schneebiom, wenn wir ehrlich sind. Frag mich, ob man von hier aus schon da hinten hingucken kann. Schneebiom bei Nacht ist natürlich auch sehr geil. Ich muss zugeben, ich liebe Schneebiome. Wahrscheinlich deswegen, weil ich so selten in einem wohne. Leute, die im Schneebiom sich ansässig fühlen oder ansässig gemacht haben, ich wette, die hassen Schneebiome. Ich wette, die hassen das. Natürlich. So, da drüben ist unsere kleine Bambusinsel. Und die Schafe tragen immer noch lustige Hüte. Natürlich. Wie sollten sie es auch nicht tun? Okay, komme ich jetzt hier irgendwie? Ich gehe mal da lang. Da wird es sowieso gleich grün. Ich hoffe, wir finden irgendwo ein Pferd. Ich meine, ja klar, wir finden natürlich eins. Ich weiß noch nicht genau, wie lange es dauert. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir jetzt etwas anderes hätten noch mitnehmen sollen, um dann, ich weiß nicht, andere Sachen zu sammeln oder sonst irgendwas. Aber jetzt momentan will ich ja erstmal die Koppel befüllen. Später vielleicht noch ein Hühner-Spaßbad, aber das wird alles natürlich noch ein bisschen dauern. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gebaut habe, ehrlich gesagt, das Hühner-Spaßbad. Muss ich selber nochmal spicken. Ich erinnere mich nur, mehrere Etagen mit Glas an der Seite, pipapo, damit man so durchgucken konnte. Und dann planschten die Hühner unendlich im Wasser herum, sodass sie nicht durchkamen natürlich. Und haben nach unten Eier abgegeben, die abtransportiert wurden, was ich super finde. Das möchte ich gerne wieder so haben. Aber natürlich so, dass man gar nicht sieht, dass es ein mehrstöckiges Schwimmbad ist. Sondern so, dass es natürlich dann aussieht, als wäre es einstöckig und die Hühnchen wären sehr glücklich da drin. Was sie natürlich auch sind, ohne Frage. Das soll kein verfälschtes Ergebnis sein. Nur die unteren Stockwerke sind leider von Marmor umgeben oder was auch immer. Ich habe noch gar keine Hundis. Ich hätte auch direkt Knochen... Knochen habe ich alle zu Knochenmehl gemacht. Mist. Guck mal da hinten. Yeah! Yeah! Und das Lied! Yeah! Juhu! Hallo, mein alter Rappen. Das sind mehrere. Na, ihr Hübschen. Ihr seid alle sehr schön. So, guten Tag. Schwarz oder weiß? Da hängt noch einer im Baum. Wir können natürlich gleich mehrere mitnehmen. Ich glaube, das wird aber nicht funktionieren. Ich glaube, das wird auch nicht funktionieren, wenn ich einfach so... Wie wär's denn hiermit? Kann ich ihm was geben? Oh! So wohl nicht. Guck mal hier. Oh, habe ich gegeben. Hat er alles gefressen. Reicht aber nicht. Okay, ich weiß jetzt, wie es geht. Der braucht... Was ist das da hinten? Ach, ein Fuchs. Ich hoffe, ich kann mir die Stelle merken. Der reagiert schon mal auf den Sattel, das ist ganz gut. Aber wir brauchen definitiv mehr Happer. So, lecker Apple, ich weiß gar nicht, ob sowas geht. So. Ja, komm. Guck mal, hier führt der Weg noch lange nicht hin. Der führte noch lange nicht hin.
Eieiei. Und der Bambuswald von außen wird natürlich auch eine schöne Zierde sein. Ich glaube, die beste Location für einen Bambuswald ist tatsächlich, wenn man direkt einen Sumpf nimmt. Da wird es zwar schwieriger, den zu bauen, aber ich glaube, so von der Umgebung her passt das auch am besten. Diese blöden Hüte. Diese blöden Hüte! Was? Ist es nicht aus Computercraft? Ich weiß es nicht. Oder CompuCraft? Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Eine Sache, die ich noch zeigen wollte, habe ich übrigens schon mal zwischen den Folgen gezeigt. Ich habe es aber noch nicht im Let's Play gezeigt. Eine Sache, die ich für letztes Mal vergessen habe zu zeigen, ich glaube, das möchte ich gerne eben, das muss eben auf dem Rückweg sein. Wir werden gleich noch ganz viel Heu holen. Aber jetzt erstmal, ich muss das leider gestehen. Ich glaube, ist es dieser Baum da oben? Hier ist die Schlucht. Ist es dieser Baum da oben? Ich glaube, es ist dieser Baum da oben. So, hier ist ja diese Schlucht. Und hier ist ja dieser Baum, ne? Und bei diesem Baum, ich weiß nicht mehr, wo war das? War das hier hinten? Ich glaube, hier hinten war es. Bei diesem Baum ist hier hinten hier eine Höhle. Wenn ich jetzt hier reingehe. Ich glaube, das war... Ist das hier so rum? Das müsste von vorne rum sein. Pass auf. Ja, man hört bereits im Hintergrund das schelmische Lachen. Diese Höhle. Wenn ich jetzt hier hingehe, das hier ist der Spawnpunkt aus der allerersten Folge. Hier haben wir gestartet. Die allererste Folge haben wir genau hier gestartet, sind hier rausgegangen, haben uns ein bisschen umgeguckt. Gut, das war natürlich vorher noch nicht da. Wir haben uns hier ein bisschen umgeguckt. Der Baum hier war da. Der Weg natürlich nicht, aber die Schlucht da unten war da. Wir sind hier gespawnt. In dieser Höhle sind wir gespawnt. Und ja, dann sind wir 4, 5 Folgen lang gelaufen. Irgendwie fett im Kreis. Ich glaube, irgendwann habe ich einen Kompass gehabt. Oh, dich kann ich noch locken. Gut zu wissen. Irgendwann habe ich ja noch den Kompass gehabt und bin dann quasi immer vermeintlich nach Norden gegangen. Aber es war ja der Spawnpunkt. Ich bin dann so Richtung Spawnpunkt gegangen, also hier hin. Und habe dann quasi da hinten hingefunden, wo wir unsere erste Bude gebaut haben. Wir sind also die ersten 5, 6, ich weiß nicht, wie viele Folgen das waren, völlig umsonst rumgelaufen. Wir hätten wir es gewusst natürlich. Hätten wir es gewusst, hätten wir gleich da hinten bauen können, aber weiß man ja nicht. Und wir wollten ja eigentlich auch gar nicht da bleiben. Wir wollten ja ursprünglich gar nicht da bleiben. Sollte ja nur kurz werden. Hat ja gut geklappt mit dem Kurzwerden. So. Vielleicht mache ich statt den Kirschblüten bei unserem Haus. Ne, da haben wir diese ganzen Kirschblüten. Vielleicht mache ich da... schlechte Idee. Vielleicht mache ich da dann doch lieber... Eine Raupe. Vielleicht mache ich da doch lieber normale Bäume hin. Statt den Kirschblüten. Ich glaube, das passt einfach besser hier in die Umgebung, oder? Ich bin so unsicher, weil irgendwie, ich weiß nicht. Wir müssen auch noch dringend so eine Kirschblütenumgebung finden. Wir sind zwar schon weit gelaufen auf den Reisen, aber nie weit genug, glaube ich. Oh. So, wenn der gewachsen ist, den brauchen wir wahrscheinlich dann doch nicht. Den können wir eventuell 2 Hammer wieder. Können wir da einsetzen. Und den dann dahin. So. Wenn wir hier noch einen, der müsste uns noch wachsen, ehrlich gesagt. Das wäre ganz schnieke. Und dann vielleicht noch, ich mache dann hier beim Busch hin, ne? Ich mache dann lieber beim Busch hin, anstatt dass ich hier nur wild Bäume pflanze. Den können wir aber ruhig hier hin machen. Bams. So. Ist das Gebiet ein bisschen bewaldeter? Gehe ich hier richtig? Hä? Was ist das denn? So, wir gehen wieder zurück. Wir holen uns auf jeden Fall die Hotte Hüß, holen wir uns auf jeden Fall noch. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt alle mitnehmen könnte oder ob wir da jetzt nur einen mitnehmen können. Und ich weiß auch nicht genau, ob wir jemals genug... Ja, wir haben ja so viel Brot. Wir haben so viel Brot. Das kostet ja immer so viel für die ganzen Cheeseburger, also für den ganzen Toast und für die ganzen Cheeseburger und für alles. Das ganze Brot, das brauchen wir so wie Weizen. Ich mache mal Folgendes. Ich gehe mal direkt hier runter.
So, und dann hole ich mal hier vom Felde. Frisch vom Felde, also besser können sie gar nicht treffen. Ach, der ist auch neu gewachsen und zum Glück auch gar nicht groß. Da. Das, was am schäbigsten aussieht, ist natürlich die Originalgrafik. So, einmal kurz durchzimmern. So. Hat sie irgendwo geplatscht? Wir müssen ja alles mitnehmen. Ich will hier. Ich muss leider ein bisschen geizen gerade. Wie viel haben wir jetzt? Dreimal. Ne, knapp 3x64. Achso. Ich hoffe, das reicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel so ein Pferd braucht. Ja, der ist zum Glück nicht groß. Der ist zum Glück ganz bescheiden geblieben. Aber so, ich glaube, so kann ich. Ich kann ihn aber so lassen, oder? Dann kommen wir hier schön durch. Ist ja auch, ne? Ist ja irgendwie doch ganz schön. Oh. Ah ne, da war eingepflanzt. Ich dachte schon, der hat sich da irgendwie mit Holz verbunden wieder. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, das reicht. Mehr als probieren können wir es ja nicht. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Wenn es klappt, dann klappt es. So, leider, ich würde jetzt wieder gerne rennen. Ach, weißt du was, ich hole mir eben nochmal... Ah nee, wir haben ja Burger dabei. So, 2 Bacons, zack. Dann können wir nämlich wieder rennen. Alter, der Bacon-Cheeseburger haut aber auch rein. So, dann rennen wir nochmal ganz kurz dahin. Wir probieren mal ganz kurz ein Pferdchen zu kriegen. Bestenfalls auch 2. Ich glaube nicht, dass es klappt. Ich weiß auch nicht, ob die uns folgen, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich habe Pferde und... Ich habe da keine Ahnung. Wir werden es nur ausprobieren können. So. Ui, ist das unsere? Nee, doch. Och, das ist unser. Der ist leider nicht so... Das sollten 2 werden. Ist einer geworden. Gut. So, der Sonne entgegen. Ich hab bald Pferde. Ich hab bald Pferde. Das Leben ist ein Ponyhof. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll, das Leben ist kein Ponyhof. Ist irgendwie so blöd. Weil auf dem Ponyhof weißt du, als ob du da nicht arbeiten müsstest auf dem Ponyhof. Klar, viele, ne, macht ja wahrscheinlich auch Spaß und so. Ich habe selber noch nie auf dem Ponyhof und so, da wissen andere wahrscheinlich mehr. Aber wenn man sagt, das Leben ist kein Ponyhof, hört sich das an, als wäre das eine Arbeit, die man entweder, ne, die furchtbar anstrengt und... Nee, das hört sich an, als wäre Ponyhof eher sowas, wo man gar keine Arbeit hat. So rum meine ich das. Das Leben ist kein Ponyhof. Ja, arbeite doch mal auf dem Ponyhof. So, was ist das? Eine Katze mit Fisch, natürlich. So, Kühe wollte ich noch mitnehmen. Schafe können wir auch noch machen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir Schafe unterkriegen. Jetzt würde ich gerne erstmal das mit den Pferden hinkriegen. Und, wenn wir die entfernt haben, dann können wir weitermachen mit... Ich weiß noch nicht genau, wie wir das andere alles machen. Vielleicht mache ich da lieber so Ställe im Dorf oder so. Ne, dass die Dorfbewohner sich angeblich darum kümmern. Oder wir locken einen Dorfbewohner. Oder wir bauen wieder so ein Bauernhaus, was wir schon mal hatten. Sowas in der Richtung. Ich weiß es auch noch nicht. Meine Damen und Herren, sehen Sie nun eine weitere Episode aus Guten Morgen TV. So, ich weiß gar nicht, ob das hier war. War das überhaupt hier? Gehe ich überhaupt richtig? Ich hätte mir die Stelle vielleicht auf der Karte markieren sollen, wäre schlauer gewesen, aber ich dachte, naja, so ein kurzer Weg, den kriegt man noch hin. Ich weiß, ob es hier war. Mein Hengstinstinkt wird mich sicher leiten. Ach, guck mal, hier waren wir schon mal. Ein paar Mal sogar schon. Na super. Okay, sorry, ausnahmsweise. Ich möchte mich weit gucken können.
ist das doof, dass ich jetzt... Irgendwie komme ich mir jetzt doch doof vor, dass ich diese Befehle ausnutze. Komme ich mir doch ein bisschen doof vor. Ich meine, wir haben es so oder so gefunden wieder, ne? Ist klar. Also da... Du scheckiger Zosse, wo ist denn dein Genosse? Da ist El Siglo. Da ist El Zebra. Da ist der Fuchs. Was bist du denn? Da ist ein Tiger. Aber oh, Tiger können wir natürlich auch reiten. Das geht natürlich auch ganz gut. Ja, schön, dass du da bist. Na hier. Kann ich ihn nicht... Ich will ihn füttern, aber es geht irgendwie nicht. Ach so, ich fütter jetzt die ganze Zeit Einzeldinger. Nicht. Geht das überhaupt? Alter. Du kleines Dreckschwein, du frisst mich. Huch! Oh! Ja, ich, hallo, kann ich? Ich kann gerade nicht entscheiden, wo es hingeht. Hilfe? Ich kann jetzt auch nicht füttern gerade. Okay, ich dismounte mal gerade, warte mal. Hier, Sättelchen. Wieso kann ich denn selber nicht entscheiden? Hä, wieso kann ich denn selber nicht entscheiden, wo wir hinreiten? Junge! Hallo? Was muss ich denn machen? Ich dachte, das reicht, wenn ich im Sattel, aber stattdessen, wenn ich einen Sattel habe, reite ich den einfach. Ich dachte, ich kann ihm den Sattel auch auflegen. Oh. Ach so. Nee. Hä? Hier ist doch ganz klar ein Sattelsymbol. Kann ich wahrscheinlich nur einen klassischen Sattel nehmen, oder? Was ist das da unten? Kann ich hier ins Hufeisen oder irgendwas? Ich hab keine Ahnung, was hier gerade passiert. Ja, du bist ein Guter. Kann ich den vielleicht auch benennen? Das wäre natürlich auch ganz zauberhaft. Horse. Ich habe das Gefühl, wir brauchen hier einen normalen Sattel. Also von, ne, so ein, ne, weiß ich nicht. Ist ja ein Minecraft-Pferd. Ich habe das Gefühl, wir brauchen einen normalen Sattel. Aber wieso kann ich ihn selber nicht reiten? Das verstehe ich halt nicht. Ist mir ein Rätsel. Ist mir gerade echt ein Rätsel. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also ich habe einen Sattel dabei, wahrscheinlich einen falschen. Und mit einem richtigen Sattel könnte ich wahrscheinlich auch richtig lenken. Verdammt. Jetzt müsste ich mal ganz kurz... Ich habe auch nichts dabei zum Sattel machen, oder? Vielleicht doch. Die Verzweiflung macht sich breit. So, hier haben wir jetzt das Ding. Ich weiß natürlich nicht mit dem Burlap und so. Ich habe keine Ahnung. Nee. Macht eine Hose? Das macht eine Hose. Okay. Burlaphosen. Na, großartig. Die wünsche ich mir schon seit Jahren vom Weihnachtsmann. Eisen habe ich sonst auch keins dabei. Ich muss leider erstmal gucken. Pass auf, ich mache mal Folgendes. Ich unterbreche mal ganz kurz die Aufnahme und gucke mal ganz kurz. Ne, weißt du schon. Wegen Sattel. Ich würde das echt gerne hinkriegen. Ach Mann, ich habe früher noch nie was mit denen gemacht. Ich muss das alles erstmal lernen. Und jetzt habe ich auch keinen Chat, der mir hilft. Verdammt, ich bin aufgeschmissen. Das kommt davon, wenn man ohne euch und so. So, kleiner Mann. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Du geisterst hier eh noch ein bisschen rum. Und ich, ja, ich muss mal ganz kurz gucken. So, wir sehen uns gleich wieder. Moment.
Ja, da eine kurze Reise später, Mist, jetzt sieht man es ja schon, was ich in der Hand habe. Eine kurze Reise später, zufälligerweise ist mir sofort selber klar geworden, durch mein enormes Fachwissen, dass man diese normalen Sättel ja gar nicht mehr selber, die kann man ja nicht mehr, sondern die konnte man auch nie selber craften. Aber, ich hoffe, das hier geht. Und wir können einen Sattel auflegen. Yeah! Und jetzt können wir endlich. Yeah! Der Sattel war übrigens zu Hause im Regal. Und ich habe, glaube ich, fast drauf geguckt, als ich die Kisten durchwühlt habe. Ich weiß es gar nicht. War nicht so schlau jedenfalls. Gut. Das Hotelhü können wir nach Hause führen. Wir brauchen aber, glaube ich, mehr Sättel für die anderen. Ach, das kann selber? Ich bin noch nie mit dem Pferd geritten in Minecraft. Es ist super merkwürdig. Ich glaube, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, tatsächlich. Okay. Achso, mit Shift kann ich ja gar nicht schneller laufen. Ich steige ja sofort ab. Okay. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Wir müssen jetzt irgendwie nach Hause kommen. Du kleines Hottehü. Okay. So. Und dann haben wir unser erstes Pferdchen haben wir im Gatter. Wir werden natürlich nach und nach noch weitere sammeln müssen. Das ist klar. Ich habe übrigens Angst davor, die Brücke zu machen. Hahaha, das Hühnchen übergeritten. Ich habe übrigens ein bisschen Angst davor, die Brücken zu bauen. Ich muss mir echt nochmal überlegen, was genau wir da bauen. Habe ich ja schon mal erzählt, ich muss das vorbereiten irgendwie. Ich weiß aber noch nicht genau hundertprozentig wie. Da müssen wir mal schauen. So. Und ich weiß nicht genau, das Pferd, hat das auch irgendeine Ausdauer? Was ist das unten rechts? Sind das Cupcakes? Ah, das sind Pferdeherzen, glaube ich, ne? Das sind die Herzen vom Tier. Wenn man hier irgendwo zufällig die Schlucht runterfliegt oder so. So, jetzt können wir mal gucken, wie das ist, wenn wir hier auf dem Weg reiten. Aua. Okay, wenn ich springe, ruckelt ein bisschen. Also auf jeden Fall kommt man hier gut, man kommt gut über den Weg. Yeah, das läuft super. Und ehrlich gesagt, ich renne da mal direkt hier rüber, weil wir können mit dem Pferd ja über den Zaun springen. Von sich aus springt es, glaube ich, nicht so hoch. Aber wir können mit Hottehü einfach hier über den Zaun springen, glaube ich. So. Und dann haben wir unser erstes Pferd. Eine Sache würde ich gerne noch gucken. Passt es denn? Ist egal, ob es da durchpasst. Wir brauchen nicht mal ein Gatter. Wenn wir mit dem Pferd los wollen, können wir einfach rausspringen. Eine Sache würde noch fehlen. So, unser erstes Pferdchen. Juhu! Ich freue mich ein bisschen. So. Was ich gerne noch ganz kurz, die habe ich mitgenommen. Nein, die habe ich nicht mitgenommen, weil hinten ist sie. Eine Sache würde ich gerne noch machen beim Hottehü. Die muss einfach noch sein. Ding, 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 ding. Und inzwischen weiß ich auch, ja, Pferde vielleicht besser mit Äpfeln zähmen, aber es hat ja auch so ganz gut geklappt. Mit Äpfeln geht es wohl noch besser. Ich weiß gar nicht, wie viele Äpfel wir haben. Wir brauchen dafür noch vielleicht die Apfelplantage für die für optimales Zähmverhalten. So. Guck mal, da steht es. Und ich glaube, wir haben auch genug Platz für noch ein paar, ne? Also, wenn es nicht reicht, wir können das Ding noch größer machen, das Gatter. Aber so wird es, glaube ich, erstmal reichen. Ich hoffe nur... Guck mal, da frisst es auch. Ach, schön. Alles gut. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, das packe ich hier hinten rein. Zwischen die Dinger. So. Erstens mal das hier. Zweitens mal das hier. Die Äpfel übrigens auch. Und vielleicht nochmal... Damit das Zaumzeug nicht die ganze Zeit um hat. Ich weiß nicht genau, ob das gut ist oder schlecht. Flupp. Das freut sich. Das ist ein Freudensprung. Gut, es bleibt auf jeden Fall drin. Wir haben das ja Fresenius getestet. So, und da haben wir unseren Sattel auch. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von diesen Satteln. Ich meine, wir können jetzt immer wieder hin und her laufen. Wir können auch weitere Pferde holen. Vielleicht mache ich das gerade mal. Noch ein weiteres Pferd holen. Das mache ich mal eben. Dafür nehme ich die mit. Die Äpfel. Ich weiß nicht genau, wie viele Äpfel die brauchen. Ich nehme die Äpfel trotzdem mal mit. Man weiß ja nie. So.
Wir holen dir gleich Gesellschaft, damit du nicht mehr alleine bist, hm? So. Ich komme da raus. Hast du gesehen? Ich bin Senkrechtstarter. Guck mal, und da ist am Gatter und frisst am Wegesrand wie ein echtes Hottehü. Voll gut. Und Vollblut natürlich. Ist auf jeden Fall Vollblut alles. Also ist Vollblut alles. Entschuldigung, ist nicht mehr witzig. Juhu. Ich hab ein Pferdchen. Ich hab ein Pferdchen. La 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 la. La 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 la. La 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 la. So, da würde ich auf jeden Fall gerne nochmal runtergehen irgendwann. Und ich wette... Mikrofon macht komische Geräusche. Und ich wette, das ist auch wieder verbunden mit den ganzen Höhlen, die unter unserem Haus verlaufen. Ich wette, das ist damit verbunden. Ich wollte ja gar keine Pferde holen. Eigentlich wollte ich ja Diamanten holen. Ich wollte doch eigentlich Diamantis sammeln. Hat ja jetzt nicht so gut geklappt. Aber wir sind noch nicht aus der Welt. Wir haben ja noch gut zu tun. Es gibt noch so viel zu tun. Vor allen Dingen muss ich mal die Mods konfigurieren, dass die Schafe hier nicht mit dämlichen Hüten rumlaufen. Es gibt wirklich noch viel zu tun. Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit bei Pferden, dass das alles so funktioniert? Also, ne, mit dem Taming. Ich muss dringend, hier sind alle Schafe mit Hüte, ich werde das ausschalten. Ich entschuldige mich dafür, dass es gerade noch so lächerlich aussieht. Mit unserem sehr ernsten Let's Play. So. Erstmal tame ich mich selbst. Ah, köstlich. Und nochmal. So, Schafe. Muss ich auch nochmal ranlocken. Aber wie gesagt, wir brauchen erstmal irgendwie ein Bauernhäuschen oder irgendwas, wo wir die unterbringen können. Oder wo wir dann die Berechtigung haben, quasi da wirklich Schafe zu haben. Wir können die jetzt ranschleppen und die laufen dann wahrscheinlich erstmal in der Gegend rum. Das ist auch ganz süß. Aber wir können die jetzt noch nirgends unterbringen. Sodass die erstmal nur wild wuchernd durch die Gegend laufen. Und da ist mir das zu gefährlich wegen der ganzen Wölfe, der Untiere, alles was aus der Hölle holen und so weiter. Ihr wisst ja, das ist bei uns ein ganz gefährliches Pflaster vorm Haus. Deswegen müssen wir erstmal gucken, wie wir das hinkriegen. Damals beim Bauernhof war das ganz cool mit diesen drei Stellen nebeneinander, ne? Das war eigentlich ganz cool. Problem ist nur, ich konnte nichts damit anfangen. Weil du brauchst es ja eigentlich nur für Nahrung. Und da sind wir dann irgendwann auf Brot umgestiegen, weil wir die alle nicht mehr umbringen wollten. Oder Leder halt. Wir müssten so ein paar Kühe schroten für Leder. Das Problem haben wir jetzt auch nicht mehr tatsächlich. Finde ich ganz gut. So. Wo sind die anderen Hottehüs? Die waren doch hier. Da hinten auf dem Berg. Eine scheiß Mücke. Niemand mag Mücken. Guck mal, das schwarze Pferd, das sieht auch so grausam aus, oder? Ja, das sieht... Das gescheckte Pferd ist natürlich auch süß, das ist auch schön, aber wir werden uns ja entscheiden müssen. Hey, Kleiner! Hey! So, alle Äpfel weg. Bleibst du vielleicht mal stehen? Guck mal hier! Okay. So, jetzt nochmal ganz kurz den Sattel drauf. Und auf geht's! Nicht unbedingt da unten rein. Auf geht die wilde Fahrt. Alter, das ist ja nochmal schneller als das andere. Wow, Alter, das geht ja richtig. Alter, geht das ab. Hat nicht ganz so viele Lebenspunkte, ehrlich gesagt. Aber das... Was? 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 Warum? Warum? Was ist passiert? Wahrscheinlich in den Distel getreten. Wenn ich jetzt absteige und das füttere. Ganz kurz. Absteigen. Achso, absteigen. Okay, ich muss mich echt noch ein bisschen dran gewöhnen. Hier, guck mal hier. Lalalala. So, dann sind die Lebenspunkte wieder voll. Ah, okay. Boah, voll geil. Alter. Oh, ist das geil. Hier, Ritter ohne Furcht und Tadel. Haha, da jagen wir dahin. Voll gut. Das schwarze Pferd, wie das abgeht. Wie der Mantel weht. Oh, oh. Oh, ich dachte gerade schon. Ich sollte vielleicht sowas nicht machen, weil wir hier so viele Schluchten haben. Ist vielleicht nicht ganz so gut. Oh, warte, so. So, auf dem Weg können wir ja bleiben.
Jetzt wünsche ich mir, ich hätte den Grater gebaut, dann könnte ich besser gucken, wie das aussieht. So. Und dann geht's gleich rein. In den Stall. Anderes Pferd ist noch da. Sehr gut. Boah, cool. Ich mache lieber hier die Hand. So, zack. So, mein Lieber. Dankeschön. Das war sehr schön. Wie cool das einfach ist. So. Ich weiß noch nicht genau, was man mit dem Sattel hier macht. Crafted Saddle. Ich weiß noch nicht genau, was wir damit anfangen können. So, und hier bräuchten wir vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, brauchen wir permanent Licht eigentlich? Nee, ne? Vielleicht bräuchte man einen schattenspendenden Baum. Oder so. Alter. Das sieht schon ein bisschen bösartig aus. Kann man sich hier unterstellen? Nee, ne? Oder doch, geht. Ich würde die gerne benennen. Na, Kleiner? Ja, ja, ja. Bei dem Wetter ist mir leid. Vielleicht bräuchte man wirklich noch einen Baum zum Unterstellen. Ich will euch nichts unterstellen, aber... Und hier müssen wir nochmal gucken, wie wir den Weg dann zum Stall oder zu den, ne, zu den Stallungen machen. So, warte. Ich gehe mal eben rein. Das ist echt ein ekliges Wetter hier gerade. Und natürlich sind die Ställe ein bisschen weit weg. Ich weiß gar nicht, ein Pferd anbinden möchte ich auch gar nicht. Habe ich gerade überlegt, ob man das vielleicht hier zu Hause irgendwo anbinden kann, aber das möchte ich ehrlich gesagt vielleicht doch nicht. So, Schnucki, ich gehe mal pennen, ne? Ich, ja, habe jetzt hier heute zwei Pferde und so. Da gehe ich jetzt doch mal... Hier. Ist auch schön überdacht alles. Zum Glück hole ich mir keinen Schnucken. Ach, schade. Ich dachte, man kann die Pferde von hier aus sehen. Oh, Mann. Schade, schade. Ist so ein kleines Feld, ne? Ist ein kleines Feld, aber ich glaube, also sieht von hier aus relativ klein aus. Wie gesagt, nur was kann man das noch erweitern und so weiter. Da kann man uns noch was ausdenken. Ah, jetzt sieht man das Pferdchen. Eins. Das andere irgendwie nicht. Das ist noch zu weit entfernt, glaube ich. Doch, nee, das ist da beim Stall, unten links. Also, hier ist es. Da, und dann, und hier jetzt genau, da. Ach, cool. Ja, ein bisschen Platz haben sie da schon. Wie gesagt, wenn es nicht reicht, bauen wir es aus. Das machen wir auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Auf der Seite hier, hätte ich mir das hier vorstellen können, weiß ich gar nicht. Hätte man theoretisch auch machen können, aber so am Wegesrand finde ich es eigentlich passiger. Dann haben wir da ein bisschen mehr gebaut und so. Und hier können wir nochmal gucken, was wir machen. Hier kommt der Steinkreis hin. Dann vielleicht noch ein bisschen, lieber ein bisschen mehr Wald oder so, dass es hier mehr so ins Wäldische geht. Ich weiß ja auch noch nicht genau, ob das schön ist. Ich muss mir mal wieder ein Backup vom Spielstand ziehen und da muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Vorher kann ich echt noch nicht viel sagen. Da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Warte. So, zwei Pferdchen haben wir. Unseren Pferdestall haben wir auch. Ich weiß, das ist wahrscheinlich nicht genug, aber jetzt fehlt uns natürlich erstmal wieder ein bisschen Weizen und oder Äpfel. Jetzt kann ich auch nicht genau gucken, wie viel Weizen da unten reif ist. Das ist natürlich sehr gut, aber egal. Das hier ist noch ein bisschen schäbig. So, dass wir da gar nichts sehen können. Hallo? Ja, das ist der Baum hier. Der ist noch ein bisschen... Der ist oben noch ein bisschen schäbig. Ja, wie gesagt, das mit den Kirschblütenbäumen, ich bin da... Ah, okay, das dauert alles noch ein bisschen. Ich bin da noch nicht so mega der Freund von. Werden wir vielleicht anders machen. Das werden wir vielleicht anders machen. So, ich wollte jedenfalls jetzt noch eben schnell die Pferde holen und dann würde ich sagen, das war es jetzt wirklich für diese Aufnahme. Da habe ich jetzt nur ganz kurz dieses kurze Ding gemacht, sonst greife ich schon wieder zu weit vor und kann nicht mehr auf Kommentare eingehen und so. Ich freue mich, dass das hier geklappt hat. Da freue ich, ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, auch wenn das jetzt nicht so mega aufwendig war, aber es ist schön. Es ist ein bisschen schön. Wasser haben sie auch, Gras haben sie, Fressen haben sie, alles haben sie. Da fehlt es an nichts.
Und da würde ich gerne nochmal spaßeshalber irgendwie ein Haus bauen und gucken, was passiert. Also so, ne, pro Tür gibt es ja einen neuen NPC. Wir können also eigene NPCs quasi kreieren. Wäre auch ganz schön. Und ich finde das Dorf an sich auch noch relativ... Ja, die Minecraft-Dörfer sind halt relativ ugly. Müssen wir mal gucken. Ich muss auch mal gucken, wie ich NPCs umziehen kann. Das geht ja auch irgendwie. In der Vault haben wir noch keine Türen, aber ich glaube, da will ich auch lieber normale NPCs haben, die wir selber erstellen. Da müssen wir auch noch eine Menge tun. So, jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Aufnahme wieder. Bis dann. Vielen, vielen Dank und ciao. Mit V. Ich bin raus. Onkel Klaus. Tschüss.